Hallöchen, da ist der Gusor wieder. Was geht ab bei euch? Hier sieht's mal mega fett aus. Tim Carpi, würde ich mal sagen, von Mine Plus Craft, ist dabei, einen fetten Raid hinzulegen. Und ich würde mal sagen, einfach nur reinkommen, Erster sein und richtig loslegen. Hier haben wir halt natürlich die Möglichkeit, in dem Bereich logischerweise reinzugehen. Und da sollten die Helden auch clever genug sein. Wir wollen es sehen. Start. Bin ich richtig gespannt. Okay, von oben. Ganz ehrlich, von oben wäre ich nicht reingegangen. Ich hätte wirklich hier schön seitlich. Aber okay. Ich hätte auch die Bogies nicht für den Magierturm genommen. Also hier mit dem, dass du vorher die Barbaren gesetzt hast. Okay, aber ich hätte einfach einen Barbarenkönig hin. Zack und fertig. So, jetzt geht's los. Also, wenn man solch einen Loot hat, wie gesagt, ihr kennt mein Video mit dem Loot und der war ungefähr im gleichen Bereich. Und man denkt einfach nur, what? Okay, los, los. Was mache ich, was mache ich, was mache ich? Bloß nichts falsch machen. Genau, drinne, nicht von zwei Seiten. Warum? Einfach nur rein, spammen, 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 spammen. Schnell, weil. Irgendwann ist auch Ende und fertig. King lebt immer noch richtig geil. Cooles Ding. Und ich meine ganz ehrlich, die Bogies Level 6, die halten auch schon ordentlich was aus. Die können schon austeilen ohne Ende und die halten auch gut was aus. Von daher passt das. Nebenbei bin ich gerade schon im Push, beziehungsweise ja, habe meine Kasernen gepusht. Und die erste Angriffswelle, sage ich jetzt mal, sollte gleich losgehen. Und zwar mit Gohok-Lalun, aber das La müssen wir uns leider schenken, weil ich zu wenig Dunkles habe. Ich habe den King gehabt, von daher ist das leider so. Aber das sollte auch nicht wetterwild sein. Ja, ich würde mal sagen, wird eine 100er-Kiste. War hier die Kanone, kann noch gefährlich werden. Ansonsten könnte ich mir. Ah, knapp, knapp. Ansonsten hätte das was werden können. Aber ein mega geiles Ding, auf jeden Fall. Ganz klare Geschichte. So. Jetzt nur noch den Golem. Und dafür, ganz ehrlich, dafür sind die Gems da. Dafür nutze ich App Bounty. Wie gesagt, wenn ihr mich da unterstützen wollt, gerne. Link ist in der Beschreibung. Dürft ihr gerne machen. So, jetzt muss ich erstmal was Loot ziehen. Also ganz ehrlich, danach haue ich einfach wirklich nur Bogies rein. Einfach wirklich, dass ich danach gleich nochmal einen Angriff hinterher ballern kann. Den müsst ihr dann, denke ich mal, nicht sehen. Einfach, um noch ein bisschen was Dunkles zu bekommen. Und dann sollte das klappen. Da suche ich mir einfach was raus und dann passt das. So, jetzt gucken wir uns aber mal den Gohok-Lalun. Gucken wir mal. Wie gesagt, ohne den Lava-Hund. Aber ansonsten. Okay, was sagt ihr dazu? Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wir haben hier 300k Alex. Ich würde jetzt gerne das mal starten. Wir haben, naja, drei Mauerbrecher wird ein bisschen knappi. Drei Mauerbrecher wird ein bisschen knappi. Aber egal, wir probieren das einfach mal. Wir hauen mal den Golem raus. Ich. Drop die jetzt einfach mal hier raus. So, jetzt gucken wir mal. Ah, ich habe auch noch meine Magier. Okay. Das war nichts, weil die Schweine sind down gegangen auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier noch meine Queen. Okay, das war. Aber wie gesagt, ich muss auch dazu sagen, wirklich muss ich ganz ehrlich sein. Ich hatte halt wirklich noch die Heiler halt. Aber jetzt warte ich, bis ich eventuell die Luftabwehr noch killen könnte. Den Angriff wird es auf jeden Fall nochmal geben, weil das war natürlich noch gar nichts. Ich will wirklich, dass man sagen kann, gut, okay, komm, damit kann man leben. Das war ein cooler Angriff, den kann man zeigen. So soll das sein. Hier, da, das sollte passen. Und dann denke ich mal, sollten die Loons hier auch noch ein bisschen was regeln. Rage war gar nicht so verkehrt, denke ich mal. Zack, zack. Mal gucken, was die Queen hier noch handeln kann. Ich bin mal ganz ehrlich. Ich habe die hier.
Und die müssen eh weg. Sie müssen weg, ganz klar, weil ich halt noch die anderen Taktiken ausprobieren möchte. Von daher hoffe ich jetzt, genau, dass sie reinläuft und halt wirklich noch das Alex klar macht. Dafür hatte ich den Angriff. Also, Golem vorher, klar, Logo, klar. Da brauche ich noch ein bisschen was mehr Dunkles. Schade. Da hätte ich den King noch nicht so früh upgraden sollen. Hätte ich mir noch ein bisschen was Dunkles aufheben müssen. Weil, ja, Go, Hog, Laloon, wie gesagt, da fehlen mir wieder die Lava-Hunde. Muss ich ein bisschen sparen. Aber das kriegen wir garantiert noch hin. Und wie gesagt, das ist halt wirklich das, ihr seht, hat am Anfang gar nicht geklappt und dann der und der war doch besser und wie auch immer. Deswegen will ich diese Sendung bzw. Serie starten und dann gucken wir einfach. Wie gesagt, am besten noch mit Tipps, wie ihr das so macht, wie das zu eurer Taktik geworden ist oder ja, vielleicht sagt ihr auch einfach, ich habe von der Taktik mal gehört, traue mich die aber nicht, hab vielleicht noch keine Queen oder wie auch immer, kann ja alles sein. Ach, kommt hier, Leute. Anhängen. Na doch, doch, denn bevor die mir jetzt meine Queen down machen. Zack. Oh, haben wir die Queen geraged. Oh. Also, wie gesagt, im Alex-Bereich ging das noch, aber ich meine, schade, die anderen beiden Lager sind nicht gefallen. Und noch nicht mal die 50%. Schade. Also, die hätte grundsätzlich nur mit den Truppen, denke ich mal, fallen müssen. Aber wie gesagt, jetzt bin ich wenigstens die Heiler los. Passt natürlich auch. Holy shit. Okay. Und wie gesagt, wenn jetzt die Heiler weg sind, haben wir natürlich den Vorteil, dass die... Ein Golem wird das nur. Und ich könnte aber noch einen Lavahund machen. Genau. Hauen wir noch einen Lavahund raus. Beim nächsten Mal. Zack. Und ich würde die Kaserne gerne auch boosten. Und dann passt das. Dann hauen wir hier einen schönen Dauerboost raus. Da hatte ich ja, genau. Passt. Da noch eventuell doch nochmal ein Gift rein. Und dann passt das. So, jetzt schauen wir mal, was hier noch geht. Der war richtig cool. Loot. Ja. Viel Loot, aber halt auch easy. Deswegen lassen wir das weiterlaufen. Ganz klare Geschichte. Und wir haben halt hier eben auch noch das Gold drin. Also da ist längst nicht alles in Minen und Sammlern. Hier nochmal schön 120, richtig? Ja, fast 120. War der nicht komplett voll? Ja, war aber ganz nett auf jeden Fall. Er hat noch die Helden, kommt aber, denke ich, nicht mehr rein. Für reinkommen ist, denke ich mal. Das ging. Ah, hier war offen. Okay. Ich dachte mir, na. Doch, geil. Sehr cool. Cooles Ding. So, wie schaut's aus hier? Ja, cool. Dann können wir jetzt gleich nochmal einen Angriff starten. Na, lohnt nicht. Ah, schade. Hätten die wenigstens ein bisschen was drin, hätte man noch sagen können, gut, okay, komm. Snacken wir uns mit. Town Hall, glaube ich, ist ein kleiner Town Hall Faker. So, von wegen Trollbase. Kann ich mir gut vorstellen. Hier, der hier nicht. Den werden wir. Da nehme ich gleich die Queen, weil ich da weiß, der hat nichts am Start. Der hat da nichts, was mich irgendwie killen könnte. Und dann passt das. Dann kann man da ganz gemütlich loslegen. Oh, auch nett. Auf jeden Fall. Ja klar, nehmen wir uns mit. Ganz klare Geschichte. Wäre ja schön dumm, wenn man es nicht machen würde. Hier. Doch, da ist gut was drin. Aber es ist halt wirklich eben so. Ich meine, wenn man wirklich nur so am
Boogie oder Barge Farm ist, dann sieht es natürlich echt im CV ein bisschen nackig aus, wa? Also sind wir mal ehrlich, ich meine, dann kann man natürlich damit gar nicht abstinken. Oder beziehungsweise dann stinkt man damit mega ab. Ah, schicken wir die Queen noch rein? Ja, die Queen schicken wir noch rein. Und dann sollte die sogar noch das Dunkle ziehen. Mal schauen. Ich werde noch ein bisschen Ablenkung machen hier. Und jetzt ragen wir die. Und dann geh rein und mach das Dunkle klar noch. Da hauen wir auch gerne nochmal das Elixier für den Wut raus, wenn hier wirklich die Möglichkeit ist, nochmal ein bisschen was Dunkles zu ziehen. Einwandfrei, ich bin dabei. Passt doch. Richtig coole Nummer. Und dann kannst du da wirklich kommen, den Rage rausgeblasen, nochmal 2K Dunkles mitgenommen. Gerne. Ach, was sogar mit meinem kleinen Account, mit meinem großen Account. Ich dachte mich schon, hä, hatte ich nicht ein bisschen mehr D-Alex? Ja, ich komme schon so durcheinander, ist schon sehr spät. Von daher, habt da Verständnis für mich. So, das soll es auch mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich mache jetzt mal etwas kleinere Videos, dann aber eben mehrere. Und dann passt das. Achso, jetzt, wo mal der Greenscreen nicht an ist, kann ich euch mal nochmal meine Queen präsentieren. Ta, 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 ta. Da ist sie. Sie ist schick. Und die werde ich dort hinten. Ja, ihr seht es nicht. Ich mache vielleicht nochmal eine Roomtour. Da werde ich die dann höchstwahrscheinlich positionieren auf meinem Regal. Und dann ist das eine coole Nummer. Also, Queen sagt Tschüss. Kusua sagt Tschüss. Ihr haut rein. Ciao, ciao.